Wer sich dem Herzen Englands nähert, erfährt diese Region zunächst als einen gigantischen Verkehrsknotenpunkt. Hier in der Nähe der Industriestadt Birmingham fließen die Autoströme zusammen aus dem südlichen London, dem westlichen Bristol, den nördlichen Manchester und Leeds. Das Herz Englands ist die geografische Mitte des Inselreichs. Und während wir auf der Suche nach den verborgenen Schönheiten bei der schwärmerischen Musik Edward Elgars, des musikalischen Genies dieses Landstriches, darüber nachdenken, warum wir unsere Umwelt so zurichten, unsere Reiseabläufe so organisieren, dass wir sie nicht ertragen, aber dennoch nicht auf sie verzichten können, nähern wir uns Gegenden, die seit Jahrhunderten von Chronisten als typisch englisch, als im Wesen englisch beschrieben wurden.